Hallihallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Bubblegum TV. Ich habe hier ein Gesicht neben mir zu sitzen, das schon oft bei uns zu Gast war, der liebe Luca Henny. Hallo. Guten Tag, hi. Schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, das 6. oder 7. Mal ist es sogar schon. Ich würde es auch sagen, ja, auf jeden Fall. Ob bei Konzert oder Musikvideodreh, jetzt auf jeden Fall wieder auf unserer Couch. Aber wenn man sich so oft sieht, also uns gehen langsam die Fragen aus. Nein, zum Glück nicht, zum Glück so ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir mal ein bisschen bei deinen Fans nachgefragt und da gab es unheimlich viele Kommentare auf Facebook. Die haben viel, was sie dich fragen wollen. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Und zwar hat die liebe Antonia Hemmer-Negroni gefragt, wenn du für einen Tag mit einem anderen Sänger tauschen könntest, welcher wäre das, warum? Liebe Grüße hat sie auch noch hinterher gesagt. Liebe Grüße zurück auf jeden Fall. Dankeschön für die gute. Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist spannend. Justin Timberlake, weil es mein großes Vorbild ist, musikalisch. Privat kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall musikalisch, weil mich halt einfach der Weg fasziniert, wie er vom, halt vom Kinderstar zum Erwachsenenstar wurde. Und das alles so wie einen Bogen ziehen konnte, weil das will ich auch. Und die Live-Shows, ja. Und das würde ich gerne mal erleben wie er. Ja, der Schritt nach L.A. ist ja da schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen. Gut, Hannah Karnegruni fragt, ob du noch Kontakt zu Daniela hast und dass sie es cool fände, wenn ihr mal eine Single zusammen rausbringen würdet. Wäre das eine Option? Ja, jetzt ist das Album im Kasten, also momentan sicher ein bisschen schwierig. Aber also wir sehen uns sicher noch ab und zu, ja. Okay, das ist wichtig. Selina Fichtner fragt, was deine Meinung zu YouTubern ist. Meine Meinung zu YouTubern, also die sind da momentan echt Stars, ne? Ja, so. Echt am Kommen. Plakate in Berlin, riesig groß, das stimmt schon, ja. Krass, ne? Ich finde das gut, Also ich habe jetzt selber ich habe schon YouTube und so und für Musikvideos und so, aber es ist geil, ich meine, es ist Social Network und das ist im Kommen, es wird immer wie größer schon. Und die machen das richtig. Gibt es denn irgendeinen YouTuber, den du schaust? Nee. Gerade nicht wirklich, ne? Okay, gut. Dann haben wir die liebe Laura Schönberg. Hast du schon mal überlegt, nach Amerika zu ziehen und da richtig bekannt zu werden? Ja, auf jeden Fall habe ich mir das überlegt. Und das ist eigentlich auch das große Ziel. Aber ich will immer. Ich möchte jetzt nicht irgendwie die Wohnung in der Schweiz verlassen. Die Familie. Dann einfach, genau, dann einfach ausziehen und dann. Wenn es gut läuft, nie mehr wiederkommen. Das nicht. Also am besten wäre es halt einfach ein Apartment zu haben, so wie wir die 2 Monate dort gelebt haben, aber immer noch einen Wohnsitz halt in der Schweiz zu haben, dass man zwar von drüben arbeiten kann und aber dann ab und zu wieder mal nach Hause, quasi in die Schweiz kommen kann. Und wo in Amerika wäre es optimal? In Hollywood ist natürlich geil oder in die Santa Monica oder in Hollywood ist natürlich praktisch für die Musik, weil da läuft am meisten. Okay. Ja? Genau, gut. Sowas. Okay. Wir haben eine weitere Laura, aber diesmal ist es die Laura Heubacher. Was die ist Heubacher. Dein Lieblingsfilm im Moment? Mein Lieblingsfilm ist Fast and Furious, weil es ist Wahnsinn, ja. Trauriges Ende. Ja, trauriges Ende. Wir haben alle geweint im Kino. Ja, ja wirklich mein so. Mein Bruder auch. Die ganzen Jungs-Fan. Ja, ist halt traurig, ist so. Ja. Aber sie haben es, glaube ich, also ich finde, sie haben es gut gemacht und gut gelöst so. Und der Schluss ist halt sehr emotional auf jeden Fall, aber geiler Film, ja. Ja. Es gibt ja momentan ein sehr spannendes Musikvideo von dir und es gab ziemlich viele, die gefragt haben, ob du es dir mal vorstellen könntest, ein Musikvideo mit deinen Fannies zu drehen, also mit deinen Fans. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das möchte ich eh mal machen. Wie ich schon vorhin angesprochen habe, auf dem neuen Album When We Wake Up gibt es einen Song, der heißt Going Home. Der beschreibt das ganze Tourleben. Wie es ist auch so ein bisschen Fans zu haben und immer unterwegs zu sein, da würde es zum Beispiel ganz gut passen. Also sowas würde ich gerne mal machen. Okay. Lisa Gut fragt, was ist dein Lieblingssong auf When We Wake Up? Mein Lieblingssong... Von Lieblingsfilm zu Lieblingssong. Genau, also in Going Home ist einer, den ich sehr mag, weil er einen sehr guten Text hat. Mhm. Also die Musik ist auch gut, aber Texte finde ich immer ganz wichtig. Und dann, was gibt's noch? Muss ich mir überlegen. Nothing to Lose. Jetzt blöd, ist noch gar nicht draußen. Ihr kennt das alle nicht. Aber wenn es dann draußen ist, das könnt ihr das checken. Dann wissen wir schon mal, worauf wir gespannt sein können. Ja, Nothing to Lose finde ich auch noch geil. Okay, Nothing to Lose. Ist vermerkt. Genau. So, was steht denn auf meinem Spicker als letztes? Die Fee Uzalist. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Würdest du gerne Schauspieler? Also ich denke mal, da ist wirklich so eine Schauspielerkarriere gemeint. Oder zum Beispiel so Schauspieljobs nebenbei. Also habe ich noch nie gemacht. Ist sicher spannend. Aber in deinem Musikvideo?
beweist du ja schon mal so ein bisschen, zumindest den Einblick, den wir da... Ja, ja, also ich glaube, solche Sachen, also weißt du, wenn ich nicht reden muss, dann ist das sicher gerade... Ach so, dann kann ich mir dann immer ohne reden. Ja, mehr so Statist vielleicht. Okay, nee, es, so ein ich Baum find, im ich, Hintergrund. Nein, das ist kein Baum, so, ja. Nee, also ich kann es mir schon vorstellen, ich habe es noch nie gemacht, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob ich das jetzt irgendwie kann oder so, aber sicher nicht ausgeschlossen, wie beim Modeln, also habe ich auch dann das erste Mal gemacht und ist auch gut gekommen. Es sind so geile Sachen, die man nebenbei nicht machen kann. Ja, also einfach nicht mal ausgeschlossen. Einfach ins kalte Wasser springen, ja. Dann machst du das, dann probierst du es jetzt eben bei uns aus, ob du Schauspieler kannst. Ja, super. Und zwar der Satz, ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV in ganz verschiedenen Emotionen, die werde ich einfach reinrufen und du sagst ihn. Weißt du, sag mir doch mal einen Satz. Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. TV. Siehst du, ich habe schon Bubblegum Mühe mit eurer TV. Sprache. Gut. Okay, gut. Sag es mir als erstes, auch, in dem du wütend bist. Wütend? Ja. Gut. Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Jetzt bist du verliebt. Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Oh, verängstigt? Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Scheiße, Mann. Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Machen wir solche Angst. Ja, es ist halt schon krass, wenn man das sieht, dann, Vorsichtig. Nicht alleine, nicht alleine hier draußen, ne? Mit Altersbeschränkung. Genau. okay, dann sag's mal, aber ganz fröhlich, kommen wir weg von dem Fenster. Auf jeden Fall, ja. Also ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Traurig. Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Wie ein Roboter. Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Und als letztes, wie in einer Werbung. Wie in einer Werbung, ja, da muss ich kurz überlegen. Ich. Ich schaue jeden Sonntag Bubblegum TV. Mhm. Out now. Check this out. Ja, perfekt. Genau so soll es laufen. Gut, wir haben es geschafft. Ich freue mich. Super, ich freue mich. Danke. Das war sehr, sehr gut. Gut, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr Fragen gestellt habt. Wenn es das nächste Mal wieder so eine Aktion gibt, dann müsst ihr wieder mit dabei sein. Gut. Super, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, 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 oh